Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus Season 2 mit Crystal Palace. Ja, ich habe gerade fast verkackt, als ich dieses Intro gesprochen habe, aber das ist nicht so schlimm, denn wir sind hier in einer Serie, weil das nicht so wichtig ist. Wir sind wieder am Start. Eigentlich ist es schon wichtig, aber egal. Wir sind wieder am Start mit einer neuen Episode und naja, heute geht's weiter in der Liga gegen Hull City und danach, glaube ich, im Pokal gegen Swansea oder gegen Chelsea unter der Woche, genau. Sehr, sehr interessante Partien auf jeden Fall. Mal sehen, wie wir es da schaffen werden zu gewinnen im Idealfall. In der Liga brauchen wir wieder einen Sieg und im Pokal auch, aber wir spielen ja gar nicht im Pokal. Das habe ich wieder vergessen, aber ist ja auch egal. Gut, Gyömbér ist mittlerweile fertig. Oh, sieht echt stark aus, abgesehen davon, dass er 22 ist. Tschüss. So, was haben wir noch? Bubnić beobachten wir schon. Keine? Doch. Nee. Was? Wo ich dann drauf Ach so, Abschlussbericht habe ich drauf geklickt. Okay. Aktuell ist es England. Was haben wir hier schönes? Florin Gardos, ja, ist nicht so stark, aber kann man mal angucken. Federico Fernandes genauso. Wir wollen ja nicht nur junge Spieler, sondern auch realistische Transfers. James Milner, würde ich mich extrem drüber freuen. Ist sehr unwahrscheinlich, aber würde ich mich trotzdem drüber freuen. Jonathan Woodgate, Tremmel, der alte Hannoveraner. Ja. Hat er überhaupt mal 96 gespielt? Ich weiß es gerade gar nicht. Joel Robles wäre eventuell ein guter Keeper für die Zukunft. Mal sehen. Tremmel müsste mal 96 gespielt haben. Bei Freiburg auf jeden Fall. Nee, Cottbus auf jeden Fall. Freiburg auch? Ich weiß es nicht. Ganz komischer Hase. So, Baumann, Bürk, hier hat man schon beobachtet. Nordwald können wir mal beobachten. Der ist gut, aber vielleicht ein bisschen zu teuer eigentlich. Madelung, Banetta, Reinhardt, Jakonan haben wir jetzt auch untergetan, warum auch immer. Aber gut. Ansonsten haben wir das alles schon mal gesehen. Jan Schlaudraffs Abschlussbericht gucke ich mir mal an. Oh, ja, Stärke 51, 69 Sprinttempo nur noch. Ich liebe ihn trotzdem. Aber egal, ja, Birki ist echt gut eigentlich, ne? 78. Alter Schwede, ist halt kein Silberkeeper mehr, ne? Ist halt echt gut eigentlich. Kostas Karpinos, ne, Stefanos Karpino, wo kann ich denn jetzt? Kostas, egal. Haben wir noch Oliver Baumann, noch jetzt gelöscht, ne? Na gut, von mir aus. Ist ja auch egal, wir gehen ins nächste Spiel, brauchen die Startaufstellung dafür. Und Campbell in der Startelf wird spielen. Des Weiteren, ne, ich lasse Wanyama drin, das ist der Fels in der Brandung, den brauche ich. Kelly geht raus, dafür kommt Ward wieder rein. Delaney, na ne, lassen wir mal so. Suarez ist mittlerweile auf Gold gestiegen, was sehr, sehr schön ist. Bolasi bleibt drin. Wir lassen die Aufstellung so, ich glaube, das ist ganz gut. Finde wird wieder eingewechselt werden. Ich will, dass der nicht wieder gut in Form kommt, also muss er ein Tor schießen. Im Idealfall das 5:0. Hull City ist, glaube ich, letzter, wenn ich mich recht erinnere. Mittlerweile drittletzter. Aber egal, gegen die muss auf jeden Fall auch auswärts ein Sieg her. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bis gleich. Crystal Palace zu Gast im Käfig der Tigers, ja, im The KC Stadium empfing Hull City die Eagles und wollte natürlich hier endlich mal aus der Abstiegszone sich rausmanövrieren mit 3 Punkten gegen, ja, den ehemaligen Aufsteiger, ja, die blau-rot gekleideten Eagles wollten natürlich hier weiter in ihre Position im oberen Tabellen, ja, Viertel mehr oder weniger sogar verteidigen, allerdings sollte das natürlich schwer werden gegen die, ja, Tigers, denn die brauchten unbedingt einen Sieg und gerade zu Hause waren sie deutlich stärker als auswärts. Das wollten sie natürlich zu ihren Gunsten nutzen. Wir schauen uns die Startaufstellung von Hull City an. Schmeichel, davor El Muhammadi, Chester, Davies, Dawson und Robertson in der Fünferkette. Diame, Livermore und Ramirez spielten im Mittelfeld und vorne in der Spitze Jelavic und Ndosh. Das heißt, eine sehr, sehr starke Aufstellung mit einer Fünferkette. Sehr schwer zu durchbrechen für die Offensive von Crystal Palace. Und die Aufstellung der Eagles, die gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Gewohnte Formation 4-4-1-1 bei, ja, Crystal Palace. Baroni Ward, Dan Hoffmann und Suare in der Verteidigung. Davor Zaha, Wanyama und Matsch zentral, links Bolasi und davor dann auch Williams als Zehner und Campbell in der Sturmspitze. Auf der Bank, ja, waren unter anderem Gale und Bart Finn, das heißt, offensives Potenzial war da, aber Hull City startete offensiv besser in die Partie. Jelavic behauptet den Ball, spielt ihn nach vorne zu Ramirez, der direkt raus auf El Muhammadi und der Ägypter mit einer guten Flanke auf den Dosch und der köpft erstmals neben das Tor von Spironi. Das war die erste gute Chance der Partie. Den hätte man auch durchaus mal machen können, allerdings, naja, Hull startete, wie gesagt, sehr viel stärker in die Partie als Crystal Palace. Man sieht es auch hier wieder. Ballverlust von Suare, der Ball kommt zu Diame, der nochmal auf Jelavic, der nochmal zurück auf Diame, der Senegalese mit der Flanke auf seinen Landsmann, Dosch, die Latte rettet diesmal für Speroni, wieder der Kopfball von Dosch und wieder geht der nicht rein, wieder findet er nicht den Weg ins Tor und es gibt den direkten Gegenangriff von Crystal Palace über Bolasi, den Dribbelkönig setzt sich hier durch gegen Robertson, das ist einer aus der Fünferkette, ist schon mal weg, setzt sich auch durch gegen Chester dann aus der Verteidigung, geht weiter in den 16er, macht das klasse, der Schuss, der Pfosten rettet für, ja,
als City in der Situation sehr, sehr bitter für Bolasi. Und der versuchte es direkt mal wieder. Der Schuss aus der Distanz und wieder geht er nur gegen die Latte. Peter Schmeichel definitiv im Glück in diesen beiden Situationen, hätte wohl nichts machen können. Das war es auch schon aus Halbzeit 1. Es passierte nicht wirklich viel. Deutlicher Steigerungsbedarf in Halbzeit 2 und auch, naja, Potenzial nach oben. Denn, ja, es war wirklich nicht viel passiert. Abgesehen von diesen vier Chancen, die wir gesehen hatten. Zweimal Bolasi, zweimal Dorsch, viel Aluminium und wenig Tore bzw. wenig Unterhaltung für die Fans im Stadion. Aber wie gesagt, die zweite Halbzeit war ja immer noch da. 45 Minuten blieben noch und Crystal Palace kam diesmal besser aus der Halbzeit raus. Der Ball kommt hier auf Jordan Mudge und der spielt ihn raus auf Wilfried Zaha, der ehemalige Mann von Manchester United, wieder zurück auf Mudge. Der setzt sich durch gegen Ramirez. Die Flanke kommt und Fraser Campbell kommt nicht an den Ball. Er wird erstmal geklärt, kommt aber wieder zu Joel Ward. Der nochmal nach vorne auf Zaha, der in die Mitte auf Mudge. Die spielten das außenrum, war wunderbar. Nochmal der Ball auf Bolasi und der versucht es wieder mit dem Schuss und wieder ist Schmeichel da, hält diesen Ball und dann bleibt es beim 0:0. Und auf der anderen Seite kam dann plötzlich der 17. aus City zu den Chancen. Der Ballversuch von Ramirez, allerdings kommt da nur Jelavic nochmal ran. Die Flanke wird erstmal abgewehrt, kommt aber zu Livermore, direkt auf seinen Fuß. Der legt nochmal ab in die Mitte und da steht Diame, der Schuss, Speroni schlägt Jelavic, 1:0, Hull City. Bitter, bitter für den Argentinier, bisher fehlerlose Saison von ihm. Und dann macht er hier diesen Patzer, den muss er festhalten, den darf er niemals dahin spielen, wo halt Jelavic steht. Dann passt Suarez nicht richtig auf und der Kroate macht den Ball eiskalt rein. Jetzt musste Crystal Palace antworten und das fiel ihnen deutlich schwerer jetzt gegen die sehr defensive Grundausrichtung von Hull City. Die Flanke hier von Suarez und da ist mal wieder Williams mit dem Kopf, der kleine Waliser, bereits mit 2 Kopfballtoren in der Saison. Hier schafft das nicht, den Ball über die Linie zu drücken in der 75. Spielminute. Bitter und dann gab es einen Wechsel, Wanyama und Mudge gingen aus der Partie, Panchian und Finne kamen rein. Das heißt, mehr Offensive bei Crystal Palace, die hier irgendwie den Sieg wollten, spielen jetzt auch mit Doppelspitze Finne. Ja, vorne in der Spitze halt, wie gesagt, neben Fraser Campbell. Das sollte nochmal helfen in den letzten Minuten. Und sie kamen tatsächlich nochmal nach vorne, auch über Jason Panchian, der mit seiner Wuchtigkeit nochmal für was sorgen sollte in der Offensive. Die Ecke hier von Zaha in die Mitte getreten. Und da ist Jedinek mit dem Kopfball. Der wird noch geklärt von Williams hier. Und es gibt ja nochmal eine Ecke, beziehungsweise vor Williams geklärt, die Ecke reingebracht von eben Panchian. Und die kommt richtig gut auf den Kopf von Dan. Der Kopfball ist aber kein Problem für Schmeichel, der den einfach halten kann. 90. Minute nochmal die letzte Chance der Partie für Crystal Palace. Gale versucht sich hier außen, macht das gut, verliert den Ball aber. Der kommt nochmal zurück zu Crystal Palace, denn hier der Fehler von Livermore. Kommt zu Williams, der mit einer sehr starken Saison bisher hat eine gute Idee. Spielt dann auf Finnett, der weiter auf Hoffmann. Hoffmann, der Innenverteidiger mit dem Schuss. Schmeichel ist da und es war die letzte Aktion der Partie. Kaspar Schmeichel rettet seiner Mannschaft 1:0 gegen Crystal Palace. Die Eagles enttäuschten über die gesamte Dauer der Partie, können sich nicht oben halten und Hull City kommt ein bisschen unten raus. Ich kann das gerade nicht so ganz fassen. Wir verlieren gegen Hull City. Ich habe gesagt, es muss ein Sieg her und wir verlieren gegen die Tigers, weil wir es nicht gebacken bekommen, das Tor zu treffen und Speroni den Fehler des Jahrhunderts macht. Eieiei, jetzt sind wir nur noch Achter. Immer noch ganz gut, aber die Liga ist nah beieinander. Und das heißt absolut überhaupt nichts. Wir können mit einer Niederlage bereits abrutschen auf den 15. Tabellenplatz. Das heißt, es muss jetzt zumindest ein Punkt her gegen Chelsea. Alles andere wäre ein absoluter Scherz. Wir loben unser Team mal. Ich hätte es motivieren sollen. Scheiße. Ja, natürlich sind die nicht zufrieden, die Fans. Genauso wenig wie der Vorstand, dass man gegen einen absoluten Abstiegskandidaten verloren hat. Aber jetzt müssen wir halt gegen den Meisterschaftskandidaten einen Punkt holen. Und wir werden alles dafür in die Waagschale werfen, damit das passiert. De Gea können wir uns auch wieder streichen. Ist sowieso gerade erst gewechselt. Kaduri nehmen wir mal mit drauf. Lucari, Vargas. Das ist alles nicht so interessant. Wir müssen eine Aufstellung machen. Übrigens wurde mir natürlich wieder geschrieben, Max macht das doch nicht mal mit dem ganzen Kader. Doch, ich mach das so. Für mich ist das... Ach, keine Ahnung, ich mach das einfach. Gale, wow, hat eine Halbzeit nicht mehr gespielt und hat die Form runter. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Wir werden mit 2 Spitzen spielen und zwar in der Formation. Wanyama, Zaha geht, ja, okay, Zaha bleibt drin. Obwohl Williams auch drin bleiben soll. Kann Williams aber 6 spielen, ist die große Frage. Ich stelle ihn da einfach mal hin. Das ist dann noch offensiver. Ach, boah, das ist eigentlich dämlich, weil ich brauche ja Defensive. Ich glaube, Zaha müsste Stürmer spielen können, oder? Nicht wirklich. Kann Bolasi das? Auch nicht. Ich glaube, ich lasse es trotzdem mal so und ich muss dann noch die beiden Flügel nach außen machen, dass die linke Mittelfeldspieler bzw. rechte Mittelfeldspieler werden. So, kann der überhaupt rechts spielen? Nö, nur links. Dann machen wir es mal so rum. So, Dwight Gale trotz Formtief so gesehen spielt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich packe den mal raus und Delaney rein. Suarez bleibt drin, Ward bleibt auch drin.
Kelly kommt auf die Bank, wir brauchen ein bisschen mehr Tempo eigentlich. Young kommt auf die Bank für Jedinek, aber Jedinek muss ich einmal spielen lassen. Ja. Ich würde sagen, so machen wir das. Es ist jetzt ein schweres Stück Arbeit, aber wir versuchen unser Bestes. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Mal wieder hoher Besuch im Sellers Park. Die Blues waren zu Gast bei den Eagles und wollten hier natürlich, wie es sich gehörte, 3 Punkte mitnehmen aus dem Sellers Park. Allerdings wollte Crystal Palace genau das verhindern. Schwacher Auftritt zuletzt gegen Hull City und jetzt nur noch Tabellenachter. Sie wollten gegen den Tabellenfünften gewinnen im Idealfall und an dem dann dementsprechend auch noch vorbeiziehen. Ein Punkt wäre allerdings schon mehr als genug für Trainer MGT. Zumindest der Vorstand hatte unter der Woche getagt und hatte gesagt, MGT müsse sich anstrengen und solche Leistungen wie gegen Hull City in Zukunft nicht mehr für gut heißen, hat er nach der Pressekonferenz nämlich tatsächlich getan. Aber auf der anderen Seite natürlich eine sehr starke Aufstellung. Remy, Oscar sehen wir da und Touré. Natürlich nicht Jaja oder Kolo, sondern der Nachwuchsspieler von Chelsea, gerade erst berufen, heute in seinem ersten Spiel. Wir gucken zunächst auf die Aufstellung von Crystal Palace. Baroni Ward, Delaney, Hoffmann und Suare in der Verteidigung. Delaney spielte für den angeschlagenen Dan Jedinek und Wanyama auf der Doppel-6. Wir spielten heute mit Doppelspitze. Ja, das ist sehr verwunderlich. Jedinek war neu in die Mannschaft gerückt. Davor dann Wanyama, wie gesagt, Bolasi in der Offensive mit Williams in der Sturmspitze. Ja, da spielten eben Fraser Campbell und Dwight Gayle. Cech Ivanovic, Martinez, Terry und Cesar Azpilicueta in der Verteidigung bei Chelsea. Javi Martinez, der neue Zugang von FC Bayern München. Matic und Ramirez auf der Doppel-6 davor. William Touré und Oscar in der Sturmspitze. Loa, Remy, Verteidigung. Ja, saß noch auf der Bank mit Philippe Luis. Mittelfeld saß noch auf der Bank mit Cesc Fabregas und Eden Hazard. Und auch Sturmpotenzial saß noch auf der Bank mit Diego Costa. Oscar war eventuell der wichtigste Mann hier auf dem Platz. Er sollte die Fäden ziehen in der Offensive und Cech auf der anderen Seite sollte die Tore von unter anderem ihm hier verhindern, von Williams. Auch interessant, Jedinek, der Kapitän, war wieder da, sollte seine Mannschaft heute anleiten, gegen die Blues irgendwie einen Punkt bzw. sogar einen Sieg mitzunehmen. Wir springen rein in die erste Szene und die gab es direkt mal auf Seiten von Chelsea. Nach gerade mal 3 gespielten Minuten, Ramirez mit dem Ball auf Matic und der hat eine relativ gute Idee. Spielt raus auf Cesar Azpilicueta, der mit dem langen Ball auf Remy, 1:0. 4. Spielminute, vorbei war es mit der Herrlichkeit von Crystal Palace. Die hatten sich so viel vorgenommen, nach 4 Minuten führte ja Chelsea direkt mal. Remy mit dem Klasseabschluss, Brownie schon chancenlos, steht da komplett frei in der Mitte der Franzose und hat keine Probleme, diesen Ball reinzumachen. Das war ein richtig schöner Pass von Cesar Azpilicueta, der unter seinem ja, Landsmann quasi mit Martinez in der Verteidigung aufblüht und dann geht Hoffmann den Schritt beiseite und Remy ist vollkommen frei, macht das 1:0 und Chelsea machte direkt weiter, 20 Minuten durch, dann kommt William an den Ball nach einem Freistoß. Sie spielten das aus, sie machten das nicht direkt, sondern mit aller Ruhe. Terry mit dem Ball auf Remy, der mit der Hacke auf Ivanovic und dann ist Baroni da, Gott sei Dank, mit dem Reflex, mit dem Fuß, hält er hier das 0:1 sozusagen schon fest für Crystal Palace. Auf der anderen Seite gab es dann auch Chancen über Ward beispielsweise mit dem Ball in die Spitze, verliert den erst, kann sie nochmal wieder erobern, die Flanke in die Mitte, hinten ist Saha mit dem Kopfball, versucht es da mal, er kann den Ball aber nicht hinzubringen, er stürmte übrigens neben Dwight Gayle, es war nicht Fraser Campbell, der in der Startelf stand. Williams da mal auf der anderen Seite, kriegt den Ball aus dem Mittelfeld, setzt sich durch in die Verteidigung, plötzlich ist er da, 1:1, 31. Minute, was für ein Tor von Waliser, wie gesagt, er sollte eigentlich gestoppt werden von der Verteidigung und von Petr Cech, konnte er hier aber nicht, denn das war ein 1A-Dribbling, die Verteidigung steht da alles andere als gut, lässt sich austanzen vom Waliser und wie der das hier macht, ist wirklich 1A, springt über die Grätsche, lässt sich nicht faulen und Cech ist dann chancenlos, 1:1, Chelsea wollte sich allerdings nicht so einfach abkochen lassen und antwortete mal wieder direkt, Touré mit dem Ball in die Spitze auf Oscar, kriegt den Ball gleich nochmal wieder, macht das da klasse mit dem Ball, kriegt ihn nochmal wieder, in der Mitte steht Matic vollkommen blank, die Flanke von Touré und 2:1 für Chelsea. So einfach geht's, der Sechser mit dem Zehner im Zusammenspiel, der Nachwuchsspieler mit seiner ersten Vorlage in der Premier League hat er richtig klasse gemacht, der doppelte Doppelpass erst mit Oscar und dann ist die Flanke maßgenau, Delaney kommt zu spät und auch Ward kann nichts mehr gegen den Serben ausrichten, es steht 2:1 für Chelsea und diesmal antwortete Crystal Palace direkt. Bolasi macht das hier klasse, er ist ein Dribbelkönig, zeigt er hier gegen Ramirez, dann gegen Terry in der Mitte, der ist zu langsam, kann sie nicht drehen, Bolasi 2:2. So muss das aussehen, wunderbarer Fußball hier geboten im Sellers Park, auf beiden Seiten viele Tore, viele offensive Aktionen und es stand 2:2 nach 39 Minuten, da guckte die Defensive von Chelsea vollkommen doof aus der Wäsche, das machte Bolasi nämlich Weltklasse, wie er sich hier durchsetzt gegen Terry, das muss man erstmal so machen und Cech ist dann chancenlos gegen den Schuss des Mannes aus dem Kongo, es steht also 2:2, genau das, was man wollte und Chelsea versuchte wieder direkt zu antworten, der Ball kommt wieder auf Matic, hatte schon ein Tor gemacht, die Flanke auf Touré, der Kopfball geht knapp am Tor vorbei, wuchtiges Ding da vom Nachwuchsspieler, geht aber Gott sei Dank fürs Brownie nicht über die Linie, danach war Halbzeit, Matic hat ein Tor geschossen, hatte kein Tor verschuldet, stand hinten sehr solide, aber konnte zweimal die Offensive von Crystal Palace nicht stoppen, dementsprechend halt 2:2 in der zweiten Halbzeit sollte, naja, ein Tor weiterfallen für Crystal Palace, dann würde man die 3 Punkte schaffen, allerdings kam Hazard
Hazard in die Partie. Und Eden Hazard ist ein sehr, sehr starker Spieler. Davon ließ sich aber die Offensive um Dwight Gayle nicht beeindrucken. Der setzt sich hier durch gegen Ramirez, macht das klasse, wird nicht richtig angegriffen und denkt sich, ich schieße einfach mal abgefälscht, dieser Schuss. Und es gibt den Eckball nach 47 gespielten Minuten. Schöner Versuch vom Engländer, die Ecke reingebracht von Zaha, ebenfalls Engländer. Und die kommt auf den Kopf von Delaney. Auf der Linie steht da Ramirez, kann den Ball gerade noch so klären. Jedinek nochmal auf Williams, der legt ab auf Pape Suarez und der Schuss geht am Tor vorbei. Schade, schöner Angriff da von Crystal Palace. Mittlerweile wäre die Führung verdient gewesen, denn die spielen in der zweiten Halbzeit deutlich besser als Chelsea. Die wachten erst nach einer Viertelstunde wieder auf. Matic mit dem Ball auf Ramirez, der macht das wieder gut auf den Serben. Der Fädenzieher im Mittelfeld, der Ball auf Diego Costa, eingewechselt wieder Matic und Speroni ist diesmal gut da und kann diesen Ball halten gegen den Serben, der fast sein zweites Tor gemacht hätte. Aber dann, naja, kam die Offensive, wie sie kommen musste. Wieder Matic, extrem auffällig in dieser Partie, spielt den Ball in die Mitte auf Oscar, der mit dem Ball in den Rückraum, da ist Hazard, wird erstmal abgewehrt, aber der Fehler von Ward und dann ist da Ramirez, 3:2 für Chelsea, 71. Minute, 25 Minuten gespielt im zweiten Durchgang und es stand 3:2 für Chelsea, die machten das mittlerweile richtig gut, schnürten Crystal Palace in den eigenen 16er ein und dementsprechend war diese Führung auch durchaus verdient, allerdings wollte Crystal Palace mehr, die reagierten direkt, Bart Finde kam in die Partie für Wanyama und naja, was noch kam, war Raum, denn hier zieht er zwei Gegenspieler auf sich und dann ist da Platz für Dwight Gayle. Der Pass von Suarez ist wunderbar, Azpilicueta kommt nicht hinterher, 3:3, 80. Minute, der erneute Ausgleich, der dritte Ausgleich hier in dieser Partie für Crystal Palace, die gaben sich nie auf und kamen hier tatsächlich noch zum dritten Tor, wunderbar gemacht von Dwight Gayle, der Abschluss unhaltbar für Petrček, bei allen Toren absolut chancenlos und Azpilicueta passt nicht genug auf den schnellen Gayle, Finn hat in die Lücke gezogen, macht das da klasse, der junge Norweger und im Endeffekt steht es halt unentschieden und sollte es so bleiben? Nein, weil Crystal Palace wollte tatsächlich mehr als das, die wollten den Sieg und sie versuchten es in der Schlussphase nach vorne. Wir sehen, wie Speroni sich freut, 3 Gegentore kassiert und trotzdem hatte man noch Chancen. Das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl und die Fans pushten Crystal Palace nach vorne. Nochmal Williams hier mit dem Ball in die Mitte. Das war schön gemacht. Finne komplett frei am Elfmeterpunkt. Macht das da klasse gegen Terry. Der Schuss und der Pfosten rettet für Chelsea. Cech bereits geschlagen und dann rettet das Aluminium. Genauso wie Hull City mehrfach von ihm gerettet wurde. Und es war im Endeffekt die letzte Szene der Partie. Ja, Crystal Palace in einer starken Vorstellung gegen Chelsea. Hätte den Sieg eventuell sogar verdient gehabt. Im Endeffekt bleibt es hier beim 3:3. Damit kann auf jeden Fall Crystal Palace leben. Und Chelsea muss sich Gedanken machen, warum man hier im Selhurst Park nicht gewinnen konnte und 3 Tore kassiert hat. So, Freunde, 3:3 gegen Chelsea. Ich würde mal sagen, das war ein gutes Spiel. Bittere Gegentore hätten so nicht sein müssen. Aber im Endeffekt nur entschieden. Und ein Punkt gegen Chelsea ist, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Sind weiterhin auf Tabellenplatz 8. In der nächsten Episode geht es dann weiter in der Liga, glaube ich, oder im Pokal. Ich weiß es gar nicht so genau. Kann auch sein, dass wir im Pokal demnächst schon spielen. Müssen wir gleich mal schauen. Wir lehnen das Angebot von Polen ab, zumindest erstmal. Aktuell aus Italien wollte ich mir gar nicht, irgendwo aus England. Was haben wir da so Interessantes? Ja, nix. Na, Ron Vla, tendenziell eher nicht. Amalfitano auch nicht. Federici auch nicht. Dann sind wir schon wieder durch, glaube ich. Ne, McAuley haben wir dann noch. Absen und Ferdinand. Aber das ist auch nicht interessant. Übrigens hat Ibrahimovic gerade gegen Chelsea die lächerlichste rote Karte aller Zeiten gesehen. Nein, vielleicht nicht aller Zeiten. Aber auf jeden Fall ziemlich lächerlich. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr das gesehen habt und was ihr davon haltet. Also Besic sieht als Sechser schon echt sehr, sehr stark aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Der gefällt mir an sich schon gut. Muss man mal schauen, ob das eventuell für die Zukunft sein wird. Ich verabschiede mich erstmal von dieser Episode, ob euch jetzt gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.